Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wenn es nach den gesteigerten Aktivitäten der Bundesregierung in den letzten Wochen und Monaten geht, könnte man wirklich meinen, die Bundesregierung glaubt tatsächlich, dass sie mit Bundeswehreinsätzen im Ausland die Corona-Pandemie bekämpfen könne. Denn jede Woche legt das Merkel-Kabinett dem Bundestag Entscheidungen vor zum Einsatz der Bundeswehr im Ausland. Ich finde es jedenfalls fatal, dass die Bundesregierung der Öffentlichkeit so den Eindruck vermittelt, als wenn auch in dieser Krise die weltweite militärische Präsenz oberste Priorität hat. Und es ist auch gegenüber den Soldatinnen und Soldaten unverantwortlich, sie so zusätzlich weiter noch dieser Corona-Pandemie auszusetzen. Und bitte versuchen Sie uns auch nicht weiszumachen, dass auf den deutschen Kriegsschiffen oder im Etapp-Hotel im Hafen von Limassol die nötigen Abstandsregeln penibel eingehalten würden. Der Einsatz UNIFIL selbst vor der Küste des Libanons ist eine abenteuerliche Farce. Seit 14 Jahren bewacht die deutsche Marine gemeinsam mit Ländern wie der Türkei, die selbst im Mittelmeer islamistische Terrorbanden mit Waffen beliefert, die Küste des Libanons, damit dort keine Waffen anlanden. Und sie erzählen uns dann immer wieder auch das Märchen, dass die Waffenschmuggler so sehr von der Präsenz dieser Flotte abgeschreckt würden, dass keine einzige Waffe gefunden würde. Und ich finde das lächerlich, und das glauben Sie eigentlich auch selbst nicht, weil Sie es auch genau wissen, dass während Sie die Vordertür nämlich bewachen, die Bewaffnung aller Akteure über die Hintertür, nämlich die Landgrenze, ungerührt weitergeht. Und ich finde, das ist auch ein kostspieliger Widerspruch, auf den ich Sie mal hinweisen möchte. Sie brüsten sich damit, bei diesem Mandat die libanesische Marine auszubilden, deren Offizierskorps nach einem religiös-politischen Proporz zusammengesetzt ist, während Sie in Deutschland ein Betätigungsverbot gegen die Hisbollah erlassen, die Teil dieser libanesischen Regierungskoalition ist. Frau Kollegin, das heißt, Frau Kollegin, erlauben Sie eine Bemerkung oder Zwischenfrage von Herrn Hart? Gerne danach. Danach. Das heißt, Sie bilden Leute aus. Ich möchte gerne diesen Gedanken weiterführen. Sie möchten hier Leute ausbilden, und Sie bilden sie auch aus, die der Hisbollah nahestehen, während Sie zugleich der außenpolitischen Linie Trumps sich anschließen, um die politische Partei Hisbollah zu kriminalisieren. Ich finde jedenfalls, das ist keine konsistente Außenpolitik, meine Damen und Herren. Und Sie tragen damit auch in einer Zeit, in der der Libanon wirtschaftlich mit dem Rücken zur Wand steht, zu einer massiven weiteren, nämlich politischen Destabilisierung des Landes bei. Und es geht auch noch weiter. Sie sagen, Frau Kamm-Karrenbauer, Libanon braucht internationale Unterstützung. Dann frage ich Sie, warum sorgt die Bundesregierung im Internationalen Währungsfonds mit dafür, dass dem Libanon die Kredite verweigert werden, was schlimmste Konsequenzen für die Bevölkerung im Libanon haben wird? Wenn diese Politik hier weitergeführt wird, werden viele, viele Menschen gezwungen sein, ihr Heimatland des Libanon zu verlassen. Und ich finde, statt die Bundeswehr vor der Küste des Libanons rumzuschippern, sollte die Bundesregierung bei der politischen und wirtschaftlichen Stabilisierung des Libanons beitragen. Das wäre tatsächlich mal Übernahme von Verantwortung. Vielen Dank, Sevim Dadelen. Ich sage es Ihnen gleich, ich bin sehr streng heute bei der Redezeit. Das wird heute Abend noch strenger werden, weil wir jetzt schon bei nach 23.15 Uhr sind. So, nächster Redner, Omid Nuri.